In Ihrem neuen Roman schildern Sie eine deutsch-chinesische Liebesbeziehung. Und mit welchen kulturellen Verschiedenheiten und Besonderheiten haben Ihre Protagonisten und Protagonistinnen hauptsächlich zu kämpfen? Ja, mit deutschen Mentalitäten, aber auch mit chinesischem Familiensinn, der so stark ist. Für die Tini, die da schon eine Zeit lang im Westen gelebt hat, ist sie eigentlich auch schon ein bisschen ausgewichen aus dieser ganz starken chinesischen Familientradition. Und so hat sie eigentlich mit beiden Seiten zu kämpfen. Aber gut, auch mit beiden Seiten zusammenzukommen. Ja. Was sind denn die deutschen Mentalitäten und die chinesischen Familienbesonderheiten? Können Sie das in Kürze auf den Punkt bringen? Ja, vielleicht zum Beispiel eine Szene, ganz eindeutig ist, dass Robert im Tempel das alles gar nicht leiden kann, findet alles Quatsch und dass eine Chinesin, moderne Chinesin, auch noch zum Wahrsager gehen will, um das, ihr Schicksal sagen zu lassen. Das könnte er überhaupt nicht verstehen. Aber er zeigt dann auch direkt, gut, er wollte seine Frau nicht, seine Freundin nicht verletzen. Aber dann macht er Radau im Tempel. Ihre Heldin, Ting Yi, von der Sie sagen, dass sie so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt, soll eigentlich mehr auf Wunsch ihres Vaters hin schwanger werden oder wird mit diesem Wunsch jedenfalls konfrontiert. Hätte sie innerhalb der, ja, der familiären Strukturen eigentlich überhaupt eine Chance, sich dagegen zu widersetzen? Denke ich schon, ja. Sie hat ja schon einmal getan, ne, als sie dann nach Ausland ging. Und da war ja auch ihr Willen, der eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Und ich denke, hier ist so, weil sie ja ist ein bisschen zwiespältig. Sie hätte gerne ein Kind. Wenn sie wirklich ungern ein Kind hätte, dann hätte sie auch gegen ihren Vater aufgelehnt. Aber sie will ja auch, sie möchte ein bisschen Hilfe haben, nur nicht zu doll, nicht zu viel. Und deswegen, es ist diese kleinen Nuancen, wie sie so ganz festhalten könnte. Ja, das ist für sie dann ein bisschen schwierig. Um vielleicht nochmal generell auf China zu kommen und die chinesische Familie, was ja wieder ein bisschen was anderes ist als das, was Sie jetzt geschildert haben. Kind und Reichtum oder Kinder und Reichtum sind eigentlich etwas, was Glück verspricht. In dem modernen Ein-Kind-China ja aber so eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Wie sieht das heute aus? Ja, ich denke, die chinesische Gesellschaft befindet sich im Wandel. Das ist sehr stark. Diese Tradition mit der Familie geht eigentlich allmählich zu Ende, weil die Familie langsam zu klein ist. Die Kinder, die jetzt aufwachsen, die haben gar kein besonderes Gefühl zu Geschwister, weil sie gar keine haben. Also viele schöne Dinge gehen verloren, aber andersrum, sie werden dann auch sehr stark selbstbewusst und willensstark. Also eigentlich schon auch ein bisschen ähnlich wie Menschen in den Westen. Bei Ihnen selber war das auch ja ganz anders. Sie haben Geschwister. Ich glaube, Sie haben vier Geschwister. Drei Schwestern, einen Bruder? Oder? Genau, ja. Ach, und, gute Kontakte. Ja. Unser Bestes. Haben Sie da auch, ist Ihnen da auch schon mal begegnet, dass die Eltern da interveniert haben, in der Hochzeit mal angemahnt oder einen Enkel irgendwie gewünscht? Oder wie war das bei Ihnen? Meine Eltern haben durch uns Kinder sehr vieles gelernt. Wenn sie uns Kinder nicht hätten, wären sie sehr früh veraltert. Also sie hatten sehr viele Konflikte mit uns. Als ich dann nach Ausland ging, da hat es denen auch sehr weh getan. Sie wollten gar nicht, dass ihre Kinder weggingen. Aber später, nachdem ich dann weggegangen war, haben sie dann bemerkt, dass sie müssen das akzeptieren. Sie müssen den Kindern noch ein bisschen mehr Freiheit geben. Und so war es bei den anderen Geschwistern. Dann haben sie dann schon sehr gleich von Anfang an diese Freiheit denen gegeben. Bei mir hat es denen sehr wehgetan. Ja. Sie waren so die Erste, die quasi die Bresche springen musste. Genau. Da haben sie dann sehr vieles gelernt, ja, durch uns Kinder. Also jetzt sind sie eigentlich sehr liberal. Also sie sind sehr angenehme Eltern geworden. geworden, ja. Dank ihrer Hilfe. Naja, alle von den Kindern. Ne? Ihre Bücher konnten bisher in China nicht erscheinen. Auch ihr erstes war ein bisschen kritisch und hat den Turbokapitalismus zumindest erwähnt, wenn er nicht angeprangert. Wie sehen Sie die Chancen mit diesem Buch?
wie eine Chinesin schwanger wird? Ich denke momentan eigentlich, also die Zensur, die reduziert sich immer von Jahr zu Jahr. Man kann jetzt auf dem chinesischen Büchermarkt sehen, dass es sehr, sehr viele Bücher sehr kritisch sind. Und ich denke, außer du fliegst für meinen Sohn aus dem 5. Stock, vielleicht noch ein bisschen Schwierigkeiten hat. Das war ihr Erstling. Genau. Die alle anderen Bücher, ich denke, es ist möglich. Aber man muss sich darum kümmern und ich habe zurzeit noch keine Zeit gehabt dazu. Wie ist es für Sie, zwischen den Welten ein bisschen zu leben? Sie sind lange schon in Deutschland, sprechen perfekt Deutsch, haben aber Familie auch in China, wissen, wie es in China aussieht, wie es dort lebt. Sind Sie da ein bisschen eine Grenzgängerin? Sind Sie in Deutschland heimisch geworden? Ich denke, natürlich auch eine Grenzgängerin, aber vielleicht besser anders formuliert. Ich habe 2 Länder gewonnen. Das ist eine schöne Bereicherung. Ich habe auch deutsche Sprache gewonnen. Ich habe auch Deutschland lieb gewonnen. Und ich fühle mich in Deutschland auch sehr wohl und ich in China auch inzwischen. Also früher, in früheren Jahren, da war China ja ein bisschen unangenehm. Da hatte ich mich sehr bedrückt gefühlt. Aber inzwischen fühle ich mich zu Hause auch sehr wohl. Und daher habe ich einfach, auch da ich auf Deutsch sehr viele lese und eine andere Welt entdeckt, einfach andere Gedanken, andere Mentalität, andere Handelsweise. Das finde ich sehr schön. Das ist ein unheimlich großes Geschenk für mich, dass ich dann endlich dann Deutsch gelernt habe. Das könnte man auch ein bisschen als Motiv Ihres Buchs nehmen, oder? Es ist auch weniger das Trennende als mehr das Bereichernde. Genau, genau. Ich denke, das ist mehr das Bereichernde, auch das mehr das Bindende. Dadurch habe ich auch dann immer wieder entdeckt, dass eigentlich Deutsche und Chinesen haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Sie können sich sehr gut verstehen. Man muss nur ein bisschen die Barrikade abbauen. Daran arbeiten wir. Also ja. Vielen Dank. Genau. Dankeschön.